I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call it quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of it. You better move, you might get knocked out. Hallo, herzlich willkommen, wir sind hier auf der Automobilmesse in Erfurt und unserem League of Stands Treffen im Außenbereich. Wir zeigen euch heute mal, was hier so alles läuft, wie es abläuft, was wir alles Schönes gemacht haben. Erstmal einen riesengroßen Dank an alle, die ihre Autos hier ausgestellt haben. So eine krasse, entspannte Nummer hätte ich nicht gedacht. Und wir hatten auch wirklich gedacht, dass die Autos dreckiger sind. Gell? Wir haben jetzt schon das Auto steht jetzt seit 2 Tagen, glaube ich, hier, der Besitzer war nicht da. Und jetzt ist lediglich ein bisschen eingestaubt. Also es ist jetzt wirklich so, dass man auch auf Kameras, wenn man jetzt Bilder macht oder auch wenn man angelaufen kommt, sieht man jetzt nicht, dass die Autos eine übelst dicke Staubschicht hatten. Die Angst hatten wir. Und ja, ich würde sagen, wir zeigen euch einfach mal kurz ein bisschen was, was wir hier jetzt schon stehen haben. Und wenn sich der ganze Laden heute hier füllt, wird, glaube ich, alles aus allen Läden platzen und wir machen uns heute einen richtig geilen Tag. Und ja, drinnen in der Halle ist auch brutalste Qualität. Ich habe schon von so vielen Leuten gehört, dass das wirklich qualitätsmäßig das Beste ist, was es bisher gab auf der Automobilmesse in Erfurt. Und auch alle anderen Aussteller haben auch richtig abgeliefert. Da sind Stände gebaut worden und Autosqualität. Mega brutal. Aber schaut euch einfach selber an. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Alles klar. Habt ihr die Besprechung verpasst? Was hast du für ein Objektiv? Willst du aufs Dach oder was? Alter, Schilly hat hier völlig aufgerüstet. Matthias! Morning! Morning! Ich kann dir kurz noch was erzählen zum Aufbau. Wir haben hier so ein schönes Podest gebaut. Aus Paletten. Und wir haben gedacht, wir nehmen unseren Kumpel Marco Flore, den Abschleppmann von nebenan. Abschleppmann von nebenan und fahren auf seinen Schlepper drauf, was wir gemacht haben mit meinem Audi und fahren dann hier drauf, weil wir haben ja nichts, was passt. Hat ungefähr 18 Jahre gedauert und dann haben wir einen Tag später geguckt, wie hoch unser eigentlicher Hänger ist. Eine genau dieselbe Höhe wie die Rampen. Und Flo sein Auto haben wir dann natürlich mit unserem Hänger geholt. Und dann eigentlich fast nur rübergefahren. Also war es leichter? War es leichter. Ja, wir haben ja übrigens gibt's eigentlich Aufriss Bilder gemacht. Und alles und Videos ein bisschen? Also ich hatte zwischendurch Angst, weil doch ein paar Leute dann abgesagt hatten, weil ein paar sind krank geworden. Ein paar Leute hatten Unfälle mit den Autos und so ein Kram, was wirklich sehr unschön ist. Das tut mir auch mega leid. Aber dennoch haben wir das ganze Ding hier richtig geil gefüllt. Mehr Autos, vielleicht 1-2 mehr Autos, wo man dann hier ein bisschen was verteilen kann. Aber ansonsten, hätten wir auf die Wege stellen dürfen? Hätten wir machen können. Wir hatten halt Angst, dass dann, wenn da zu viele Leute sind, dass dann doch, deswegen haben wir den nur hier vorne hingestellt. Und auch, was ich richtig cool finde, dass jeder von euch wirklich die League of Stands Aufkleber angenommen hat und auch aufs Auto gemacht hat. Das ist echt eine Nummer. Ja, Static habe ich hierher gefahren, Domus ein, habe ich die letzten Tage gebaut. Brutal, also es ist wirklich krank. Absolut krank. Ist ja wirklich alles vertreten. Ich hätte gerne ein bisschen mehr in die Richtung von den japanischen Herstellern gehabt, aber alles ausbaufähig und bin mit den Autos, die hier sind, absolut mega zufrieden. Also Applaus und was weiß ich, was man alles machen kann. Hier Chapeau, mega krass. Und auch jeder hat ohne Bedenken seinen Autoschlüssel bei uns abgegeben und dass wir die Autos mal rücken konnten. So ein Spaß dann im späteren Tagesablauf. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir eigentlich echt gut mit euch so kooperieren oder keine Ahnung, dass man uns halt so vertraut, das finde ich cool. Nice. Was sagen Sie zum Geschehen? Schön. Läuft. Sehr gut. Voll, gell? Für jetzt schon? Ja, doch. Die Halle 3 war bis jetzt noch nicht so ganz voll. Ich bin jetzt gerade erstmal raus. Aber draußen ist mehr los als drinnen gerade. Ja, genau, finde ich nämlich auch. Wir müssen die alle noch nach drinnen lotsen. Los, komm. Mach los, mal. Kommt. Kommt. Alle Halle 3. Gehen wir nach drinnen.
Meine Corvette da? Ja. Habe ich vorhin schon mal geguckt. Welche? Gibt's noch eine? Ja, die da. Ach so. Die habe ich ja immer bloß auf. Was sagst du da dazu? Jetzt, wenn ich. Wir müssen Upgrades machen, gell? Habe ich schon überlegt. Kriegen wir das hin? Würde ich nicht machen. Die Kurs? Du, so wie es immer war, jetzt als, Andenken hast, als Erinnerung. Das ist richtig. Oder eine zweite bauen. Müssen wir eine zweite bauen. Irgendwann mal. Gut, wir machen das Plakat rein. Einfach noch. Dann habe ich ewig nach einem Bild gesucht, wo die Schraubenlöcher, weil die sind ja original nicht gebohrt. Da habe ich von deinem Video, habe ich in dem richtigen Moment einen Screenshot gemacht, damit ich ein Foto habe. Das ist jetzt 19 Zoll, ne? Ja. Absolut fertig. Schön im Spotlicht. Mega geil. So, jetzt haben wir hier von Stahlwerks ein BMW, ein 3er BMW, 6-Zylinder-Reihe, 3 Liter, 3 Liter Hubraum. Mit Leistungsoptimierung, da wollen wir jetzt wissen, was er an Leistung bzw. Drehmoment hat. Dafür müssen wir den Wagen erstmal auf den Prüfstand drauf bekommen. Problem, zu tief. Heißt, wir müssen da jetzt eine Verlängerung da unten hinlegen aus Holz, dass wir die Kiste drauf bekommen. Da sind wir jetzt dabei. Das machen wir immer bei uns. Genau, da drin sind wir schon geübt. Ja, einmal frei. Sehr gut mit Holz umgehen. Ja, jetzt gelernter Tischler, genau. Genau. Du auch? Nein, ich bin Klempner, gelernter. Gelernter Tischler. Ja, da geht's ja. Na, filmen wir das mal. Nervös, alles hier aufgeregt. Ja, alle sind hier aufgeregt. Wie viel PS? 5 PS mehr. Ja, das ist 4. Was bringt die Leistungsoptimierung mit dem Luftfilter? So, alle sind gespannt. Also, 350 PS waren, also Serie hat er 250. Das Ganze leistungsoptimiert auf 357,5 PS. Alter! Das ist ein bei sagenhaften 679, also 680 Newtonmeter Drehmoment. Von der Noctane. Das muss Hetzner noch sagen können. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Der Noctane. Hat er auch wunderbar gemacht. Nein, das war die letzte. Wir sind live von der mit Alexandra Roast, die wieder nicht vor die Kamera will. Hi, na? Heute von Alex muss gleich auf die Bühne hoch und muss Stahlwerks vorstellen. Nee. Aber sie war auch noch nicht zu uns, bei uns. Ich glaube, sie kommt nicht. Sie soll auch nicht kommen, ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Das Playboy Model. Wie hieß er? Schäfer. Diana. Diana. Schelle. Schäfer. Schelle. Ist das schön hier? Tschüss! Alex halt. Ja, unseren Stand haben wir echt geil hinbekommen. Okay. Hier einen schönen Würfel gebaut, wo man uns oben noch hochsetzen kann. Kann man da mal kurz hochgucken. Unser Graffiti ist auch hierher gekommen von Chuck. Auch nochmal riesengroßes Dankeschön an den Kollegen. Der wollte eigentlich auch vorbeikommen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch kommt oder so. Mal schauen. Ja, da haben wir auch von Fellows den Caddy mit bei uns auf den Stand gestellt. Das hat auch mega gut gepasst. Die Couch habe ich jetzt auch noch verrückt gehabt. Diese kleine Lounge hinten, das ist auch mega geil. Und die Corvette halt richtig geil in Szene gesetzt, gell? Das ist halt auch wirklich super sexy. Ich bin nach vorne gelaufen, sorry. Ist auch super sexy mit der Corvette. Ja. Das ist schon echt geil. Die Rahmen haben wir auch vor ein paar Tagen alles hier gebaut. Ein paar neue Shirts am Start. Müssen wir mal gucken. Nach der Messe sind die bestimmt leer. Aber es werden noch ein paar dann, also wir werden mal neu bestellen, weil ich finde den Stoff selber echt mega geil. Hab's ja heute auch an. Und wir wollten ja noch hier. Vielleicht das nochmal versuchen abzugraden. Mit Stick, ja. Vom Zeit her hat sich gepasst, dass wir hier sticken konnten. Aber ansonsten. Das wollen irgendwie alle haben. Das ist echt geil, gell? Dann haben wir noch die Jungs da von MyWheels.
die noch ein paar Felgen anbieten und ja, also eigentlich haben wir rundum sorglos Paket hier für euch. Hallo, guten Morgen, willst du kurz mal mit herkommen? Ah ja, du hast nur Angst vor der Kamera. der Tommy von XF. Ansonsten haben wir eigentlich alles dabei. Gell? Wir können Felgen anbieten, wir haben Fahrwerk. Leute, hat uns noch hier Sonderrabatte für übers Wochenende gegeben und Mopeds. Ja, können wir zum Übergang zum E36. Das ist auch so ein Brett geworden und mit der Messe hier ist es so geil. Macht echt mega, mega viel Spaß. Ja. Hier noch ein paar kleine Details weggemacht vom Smart Repairer. Hier vorne war die Stoßstange, waren Löcher drin und so ein Kram. Und Niklas hat noch so einen geilen Scheibenkeil hier entworfen. Was, so viel Arbeit war es jetzt nicht, aber halt mit unserer Schrift. Und natürlich dann nochmal die Sache untermalt mit Low-Tech, gell, wo wir auch wirklich riesengroßes Dankeschön nochmal raushauen an die Firma Low-Tech und die Unterstützung mit dem Fahrwerk und allgemein die ganzen Nummern, gell, ihr wisst ja Bescheid. Ja, dann hinter uns ist halt die bekannte Straße, die immer aufgeklebt wird und da durften wir diesmal auch Fahrzeuge mit dazustellen, die wir halt besorgt haben, die sich angemeldet haben beim League of Stands. Und mit knapp 20 Autos von uns hier, die wir halt ausgestellt haben oder die wir halt besorgt haben. Und hier drüben die Wiese gab es nochmal zusätzlich dazu, weil wir halt dann noch mehr Fahrzeuge hatten. Und das ist halt auch allererste Sahne, gell? Wenn wir hier anfangen bei dem Porsche von dem ehemaligen Pipi-Fein-Auto. Jetzt gehört es zum Bluespeed & Burger. Und halt auch ein brutales Gerät. Gell? Dann hat Blechleber auch volles Programm abgeliefert. Mit R6, S3, R3, mit dem Mustang, was ja auch wirklich richtig. Also, wenn ich einen Mustang haben will, irgendwann mal, oder Alexandra sich endlich mal einen holt, dann muss das Ding auch so schwarz werden. Ich will mal einen. Ja, wenn der Audi weggeht, willst du eigentlich so, sich so einen Mustang zulegen? Ich will es ja hoffen, dass es macht. Also, wäre fett. Dann können wir auch mal völlig ausrasten. Aber dann Static. Nee, guck mal hier, das muss so. Ja. Das muss schon auf Luft, das muss schon, gell, das muss schon. Ja, dann noch von Mosi, den S6 hier, das ist auch, also die ist ja umgerüstet oder aufgerüstet auf die Rotiformfelgen und ist ja auch ein mega geiles Fahrzeug. Ja, Kollegen von XF Performance haben wir hier drüben als Nachbarstand am Limit hier drüben am Start und ja, das ist auch alles mega geil. Qualität, Stände mega gut gebaut und ja, die haben auch hier ihren Audi vorgestellt zum ersten Mal, machen wir kurz hingehen. Die haben so ein Audi Coupé gebaut mit Prior Breitbau und ja, schaut euch das Gerät mal an. Ich bin am Freitag früh auf die Messe gekommen und habe mir das Auto mal angeschaut, also das ist schon echt erste Sahne, also musst du auch erstmal bauen. Gell? So ein Auto, Farbe, Farbwahl, okay, mega brutal, gell? Danilo sein R8 ist ja auch schon seit Jahren so in der Farbe und das sieht, das ist einfach eine richtig Sahne Farbe. Na gut, hier noch die Supra, auch sexy, aber ich glaube, das ist eine Kampfgewalt, das Auto hier, weil wenn ich die Schallensitze sehe und die Bremse da drin, ist das schon, glaube ich, was recht sehr sportliches. Ja, gestern Abend war es mega cool noch, da haben wir alle mal ein bisschen Gas gegeben, erst halt am Limit angefangen, dann haben wir noch ein bisschen hier drüben gelauncht und auch Füchse geschmissen, das war echt eine coole Nummer und ja, der Dumbo hat auch hier umgerüstet oder nochmal aufgestockt bei seinem TT. Finde ich richtig fett. Ich habe gestern schon mit ihm gesprochen. Er sah ja vorher, hat er andere Felgen gehabt. Da hat er irgendwie einen Unfall gehabt, das lag was auf der Straße, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr ganz. Alter! Und jetzt in dem Oldschool-Look, das ist. Habe ich noch gar nicht gesehen. Fett, absolut fett. Okay. Das Geile ist, sie haben noch den Stand zusammen mit Tief im Wald. Da ist der Lars auch mit da von den hier Kastenbild. Und dann habe ich auch noch eins der Autos damit ausgestellt und das ist doch geil, gell? Wenn man so zusammen agiert und sich einfach versteht, ist es immer wieder mehr wert als alles andere. Gell? Klar gibt es hier und da immer mal ein paar Diskrepanzen und man spricht sich dann halt einfach irgendwann mal aus. Ja, dann hat man das, glaube ich, erstmal ans ACTA gelegt und kann dann wieder so nach vorne blicken, finde ich. Gell? Ich habe auch von so vielen Leuten gehört, die haben gesagt, Automobilmesse Erfurt, so wie dieses Jahr, bitte wieder und noch aufstocken und was besser machen. Gell? Also ist ja wirklich brutal, was für Qualität hier ist. Auch mega cool, dass Marius da ist, von Camper. Haben wir auch jetzt schon gut connected und schönen guten Morgen. Schönen
Guten Morgen. Morgen. Ausgeschlafen. Wann war dann daheim? Drei. Das ging ja noch. Aber warte unten noch, sieh dich ja mal ins Kosmo. Warte unten noch. Wir haben dann noch mit dem Matthias. Ja. Und sein bisschen. Wir haben uns sehr nett unterhalten über die Messe. Ja, wir haben einmal los. Das läuft ja dann wie am laufenden Bande. Da kommt man einmal ins Gespräch. Ja, aber es war gut. Also ich glaube, wir machen das. Wirklich. Das ist gut. Also Marius und wir haben hier, und mit den anderen Ausstellern natürlich, haben hier für die nächsten Jahre gute Vorschläge. Oh, das klingt gut. Die wir wahrscheinlich auch umsetzen können und dürfen. Also der Veranstalter ist dafür alles offen. Und wir gucken mal. Das Wichtigste ist auf jeden Fall schon mal eine Aftershow-Party. Ne? Wir schauen mal weiter, wollen dich gar nicht lange nerven. Bis dann. Ja. Mit der Nino natürlich auch, gell? Das ist ja ein geiler Typ durch und durch. Mit dem kannst du ja hier geradeaus, gerade nicht, kannst du den ja mit dem reden. Und das ist echt eine mega geile Nummer. Er hat auch zwei Autos mitgebracht, hat auch komplett schmerzfrei, gell? T5. Ich glaube, erst ein R8 drauf, dann ein Porsche Hänger hinten dran. Ja. Also völlig schmerzfrei unterwegs. Mega, mega fett. Okay. Hier zu dem Fahrzeug gibt es auch eine nicht so schöne Geschichte. Ist das zu laut? Meinst du? Weiß ich nicht. Aber der Regler sagt, dass es geht. Wir haben ja einen Katze und Erik drauf. Hier zu dem Auto gibt es auch eine traurige Geschichte. Der Besitzer vom Auto ist irgendwie erkrankt, glaube ich, an Leukämie. War jetzt nicht mehr in der Lage, das Auto hier auf die Messe zu fahren. Und die Eltern kamen noch am Aufbautag hierher und haben gefragt, ob man nicht noch irgendwie das Auto auf die Messe bekommen. Und da würden sie sich sehr drüber freuen und hin und her. Und da habe ich zum Veranstalter gesagt und mit den anderen Ausstellern abgesprochen, dass wir hier nochmal Teppich kleben und das Auto einfach mitten in die Mitte stellen. Ja. Okay? Er hat es, denke ich mal, auch verdient, weil es ist echt ein krasser Umbau, ist ein schönes Auto. So, rüberspringt zu einer schönen Sache. Fiat Coupé. Auto siehst du fast gar nicht mehr irgendwo. Und extra für die Messe noch fertig gebaut. Extra von der französischen Grenze, da habe ich 4 Stunden hergefahren auf dem Trailer. Auch nicht ohne. Und ist wirklich ein Sahnefahrzeug. Also, wer es nicht feiert, Static, halt auch Low-Tech drin, gell? Noch Bremse hier. Die Bremse extra umgebaut. Schon super sexy auf der Umwege. Da gibt es ja welche mit Turbo. Der ist noch ohne Turbo. Und jetzt ist die Großbremse von dem Turbo drin. Das hat er mir erzählt. Passat? Du als Passat-Fahrer ist schon sexy, oder? Jetzt vorne vor allem ist einer von den 5000. Von Dave hier, das ist auch geil. Er hat aber, warte mal, er hat auf der Herfahrt die Felgen frisch drauf gemacht oder drauf machen lassen und hat einen Deckel verloren. Und er war einfach so traurig, er hat so geflennt, der auch durchgedreht. Und jetzt hat er sogar noch mal Deckel bekommen. Mega geil, mega geil. So, jetzt machen wir nochmal hier kurz so einen Abschwenker. Die Jungs von XF haben es natürlich völlig übertrieben, weil hier kommt eigentlich nur VIP-mäßig hier da rein. Ja, wenn du hier so einen Stribbel wegziehst. Ist auch gar nicht so verkehrt, die Autos abzustellen, weil hier steht ja wirklich richtig viel Wert rum. Und es ist halt wirklich leider häufiger jetzt doch passiert, dass Leute versucht haben am Türgriffen oder doch mal dort was gemacht haben. Wir haben es versucht zu unterbinden, aber wenn wir alle Autos hier absperren, ist es ja auch nicht mehr Sinn und Zweck der Sache, dass man halt an die Autos doch mal ran kann und man kann mal gucken. Nur anfassen ist halt doof. Gell? Das Problem ist halt dem geschuldet, dass die ersten zwei Hallen, normale Hallen sind von, wie nennt man das? Normalen Händlern sind Autohäuser drin und hier sind halt überwiegend Autos von Besitzern. Gell? Und ihr selber wollt ja auch nicht, wenn ihr einkaufen geht und euer Auto steht da, dass jemand anders kommt und zieht mal am Türgriff, weil er sich mal reinsetzen will in euer Auto, weil ihr ja gerade einkaufen seid. So ungefähr. Die Leute parken ihr Auto hier, um sich ein Bier zu holen, um ein Merch zu kaufen oder um ein Fahrwerk zu kaufen. So müsst ihr euch das vorstellen. Gell? Und ihr wollt dann bei den Leuten in die Autos steigen. Das funktioniert halt nicht. Das haben halt viele noch nicht so ganz auf dem Schirm. Versuchen wir natürlich die nächsten Jahre weiterhin aufzubauen, dass die Qualität halt so bleibt. Ich habe jetzt halt dennoch ein bisschen Angst gehabt, dass ein paar Leute sagen, hier, wir kommen nicht nochmal, aber wir wollen darauf aufbauen, dass es da sicherer wird für die Fahrzeuge. Das Ding finde ich einfach nur sowas von absolut krank. Die zwei Besitzer hier auch, die haben den ganzen Donnerstag nur mitgerückt. Gell? Wir haben hier 3 Stunden auf der Straße, vor, zurück, hin und her.
Und der Markus und der Hanni, die haben hier voll mit eingewiesen und sind, die waren Feuer und Flamme, gell? Und eigentlich war die Messe schon zu, wir konnten bis um 10 Uhr aufbauen und wir haben wirklich noch bis nach 0 Uhr hier die Autos gerückt. Du warst ja gar nicht mehr da am Donnerstag, das war brutal. Musst du dann mit rein. Aber hier, das Ding hier ist absolut mega, mega geil. Er hat mir auch gezeigt, wie es aufgeht, ich weiß es aber nicht mehr ganz. Keine Ahnung, was ich kann. So hat er es mir gezeigt, genau. Das ist halt echt. Das Ding, das Teil fährt auch, aber riecht geil, riecht, gell? Ja. Riecht richtig geil. Aber der Anlasser ist kaputt. Ah. Deswegen muss man halt hin und her schieben. Aber das ist schon echt super sexy. Weil so sah das vorher mal aus. Tschechoslowakei seit vielen Jahren das Fahrzeug wurde auf einer Basis von einem KDF-Wagen vom Typ 82 aus dem Jahr 1942 aufgebaut. Die Karosserie aus GFK hat ein Typschild oder hat kein Typschild oder Kennzeichen des Herstellers. Offenbar hat ein tschechischer Amateur-Designer den Aufbau in den frühen 1960er Jahren nach eigenen Vorstellungen und Designvergnügen realisiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ankam, aber. Hast du schön vorgelesen. Ich habe echt viel Mühe gegeben, ey. Richtig, richtig fett. Ich habe auch gar nicht mit ihm gesprochen, wie er das Teil tiefer bekommen hat. Also auch das Dach sieht ja, wann war das? Ne, das Dach ist so hoch. Ich dachte immer, das haben die gechoppt oder so, weil es da so echt krank flach ist. Hat, genau, auf der XS Desic letztes Jahr habe ich sie kennengelernt. Und eigentlich wollen die noch einen Käfer bringen. Eigentlich wollen die noch einen Käfer bringen, aber hat leider nicht geklappt. Und noch ein Wartburg, schön flach. Okay. So, jetzt müssen wir uns erstmal schnell Kochi schnappen. Ich habe da noch mal eine kleine Frage an den. Kann ich dich mal kurz entführen? Warum? Weil ich dich mal was fragen wollte. Was willst du mich fragen? Müssen wir mal kurz nach hinten gehen. Geht das? Hält dir jemand Standwache? Wissen wir nicht, keine Ahnung. Kannst du jemanden anrufen, der Standwache hält? Nee, gerade nicht. Würdest du trotzdem mitkommen oder? Was willst du fragen? Wie willst du denn fragen? Wir müssen mal nach hinten gehen, ich will dir was zeigen. Was? Ist was Schönes? Nein. Werden wir sehen. Hey. Okay. Was machen wir denn jetzt? Können wir hier weg? Mach alles zu, verriegel dich. Was, wie lange warst du noch da? Willst du mir das zeigen oder was? Sorry. Wie ist das für dich, wenn du diesen Twingo drin stehen siehst? Tut mir schon ein bisschen weh, muss ich wirklich sagen. Ja? Weil das Schlimme ist, ich habe ja das gleiche Auto als Alltagsauto. Ja? Und der Farbton ist, sag ich mal, eine seltene Farbe bei Renault. Eine sehr, sehr, sehr eine seltene Farbe. Ja? Weil es tut einem schon leid. Schönes Auto eigentlich. Weißt du, wann ich den entdeckt habe? Gestern. Ja, ich hab den vorgestern schon entdeckt. Und dachte mir so, Alter, wenn das Kombi sieht, dann brennt er den Laden hier nieder. Ja, kann man so sagen. Ich hatte jetzt gehofft, du drückst deine Träne raus eigentlich. Nein, gar nicht. Mein Auto geht's doch gut. Aber das ist schon echt. Das tut schon weh. Hast du nicht noch einen gekauft? Ich hab jetzt 4 Twingos. Ne, 3 schon. 3 Twingos und den Megane Sport. Ja, also ich habe eine schöne Vollmeise. Meine Freundin fand es auch nicht toll, aber man muss halt kaufen, was man kaufen muss, oder? Der andere Note, den können wir ja mal kurz 2 Bilder reinmachen. Ja, der Twingo. Der sieht auch richtig. Also das ist wirklich. Der kommt auch mit auf die Messe das nächste Mal. Und zum Garten auf Stand steht er auch mit dabei. Weil den finde ich rennsportmäßig ganz geil. Da müssen wir mal was machen, dass das Ding Dampf hat. Das ist eigentlich eine Bergrennkarre. Nein, bleibt so. Aber das ist schon. Habt ihr das schon gesehen? Das habe ich schon gesehen, ja. Soll ich mich umdrehen? Ich drehe mich um. Aber jetzt traurige Musik. Ja, sehr traurige Musik. Das hatte ich eigentlich vorgehabt. Vielleicht kriegst du aber Teile von dem Auto für dich. Ach, brauche ich nicht mehr. Die schreiben mir einfach so eine ganze, aber die gucken so raus. Klüpfchen. Als ob gerade einer mit dem Hammer drauf haut. Nee, es tut schon weh. Nee, wie so ein Quetschi. Gibt es solche Quetschi? Ja, die sind gut, oder? Tang, 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 tang. Das tut schon weh, da gebe ich dir recht. Wollen wir die mal ranpfeifen und sagen, dass das nicht gut ist, was die machen, so eine andere Karre nehmen? Oder sind wir gerade live oder was? Ja. Da live sind wir nicht. Wir sind nicht live, wir sind 3 Wochen. Und schon wieder werde ich zum zweiten Mal zum Opfer des Films. Ja? Gar nicht wahr. Ah, da war schon wieder. Du warst das erste Mal Opfer? Na, wo wir das Video gedreht haben, da war ich auch total zerstört. Da war ich das Opfer. Da war ich das Zerstörte. Ich sah aus wie der Sensenmann, aber eigentlich sah ich aus wie ein Hirni.
Video war schon lustig, auf jeden Fall. Naja, es war irgendwie nicht gut durchplant, nee, aber es war spontan gut lustig. Das haben einige gut gefunden. Nee, soll ich ihn mal ranpfeifen jetzt? Ich mach euch jeden Tag mit dem Fahrrad. Was ging mit meinem Handy, ey? Ja, ich komme vor. Jetzt haben die echt Glück, das hätte ich jetzt zusammengewürfelt. Ich muss jetzt vorne ein Fahrwerk verkaufen. Viel Spaß noch. Ich würde sagen, wir zeigen mal schnell ein kleines Filmchen von der ganzen Anlage hier. Und dann sehen wir uns draußen nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die hier waren. Vielen, vielen Dank. If you wanna stop me, you're gonna have to fucking kill me. Beats. We renowned for tearing it down. Never have you heard a similar sound. Like a drop off when shit pop off, feel a hot one. Side scorching from a hot gun. Niggas get lost in the buildings with money and the children. Not the type to talk too much or catch feelings. Dominican flag over the bed on the ceiling. Protect everything I rep. That's the first thing, many things follow. Bullets stay hollow. You acting like if we don't chew, you can't swallow. Niggas try to change my plans, I'ma beat you till I break my hands. Drew the German every place I stand. Yo, it's big sight, baby. You don't want no problem. Suckers want war, then yo, bomb 'em. Bring the heat, squeeze the flame torch, then peel out in a convertible gray Porsche. I'm 3 miles ahead of you, I took the plates off. Just in case a snitch wanna get paid off, pull out the chainsaw, it's a musical massacre. Cut the head off, the driver and the passenger. Sick my dogs after you, have you climbing a tree? Just another crime in the street, ain't nothing better than finding a beat. So if you find that and try to blow my spot up, get shot up. Steven will nicht sagen. Aber wer sich vielleicht wundert, Stevie nicht gesehen zu haben, Stevie war, glaube ich, fast den ganzen Samstag auf der Messe, gell? Samstag? Samstag? Warst du?
Warst du 2 Stunden da? Naja, fast der ganze. Fast der ganze Tag. Warst du fast der ganze Tag da. Ja, Messe ist vorbei. Jetzt schon ein paar Wochen wieder her. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall von uns allen, vom Veranstalter, von allen möglichen Menschen, die da mitgewirkt haben, von unseren Leuten, dass erstmal die erste Nummer, das League of Stands von unserer Seite aus so gut abgelaufen ist, auch das Vertrauen in uns gegeben wurde oder ihr uns so gut vertraut habt, weil wir hatten, glaube ich, draußen 60, 70 Autos stehen. Wir haben alle Schlüssel bekommen. Wir haben drinnen ein Auto stehen gehabt, wir haben alle Schlüssel bekommen und es war nicht ein Schlüssel weg, obwohl die Schlüsselbox das ganze Wochenende offen stand, weil sie einfach nicht mehr zuging. Ey, wir haben eine neue Schlüsselbox gekauft, da passten über 150 Schlüssel rein, es ging einfach nicht mehr zu, das Ding. Aber es war Tag und Nacht jemand am Stand. Ja, es hat auf jeden Fall echt gut geklappt. Und ja, ich denke mal, die Messe war auch für alle, die da waren, eine coole Nummer. Es hat sich alles ein bisschen mehr verlaufen durch den Außenbereich. Wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder angreifen und auch uns festhalten, dass es wieder so wird. Auch zu dem Zeitraum, zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt stattgefunden hat, die Messe. Und ja, wollen wir noch sagen? YouTube. Ja. Ja. Bedankt hast du dich ja schon. Dann habe ich mich schon, oder? Ja. Nee, aber alles andere habe ich auch nicht schon. Ja. Die will ich noch was sagen. Die will ich noch was sagen. Nick, das muss immer Sprünge geben. Ja, zurzeit ist echt viel los. Ihr habt ja gemerkt, YouTube kommen keine Videos mehr aktuell. Bedauere ich wirklich sehr. Ich habe jetzt gerade mal das halbfertige Video reingeschaut für die Messe. Da habe ich wieder gesehen, dass mir das echt Spaß macht. Und mir das auch irgendwie fehlt, aber hier ist halt so viel los. Ich habe mit meinem Meisterkram, mit den ganzen Fahrzeugen, mit der Firma hier echt viel zu tun, viel um die Ohren. Es geht immer echt lange bis spät. Und das war halt einfach dann nicht mehr tragbar, das mit dem YouTube-Kram jetzt so weiter durchzuziehen. Wir greifen jetzt wieder an. Ich habe wirklich richtig Bock. Niklas hat Bock, Erik hat Bock. Wir wollen weiterhin Videos machen. Wann wir jetzt letztendlich wieder voll durchstarten oder wann wir letztendlich Videos hochladen, werden wir immer kurzfristig halt irgendwie anteasern auf Facebook, Instagram und auch auf YouTube direkt. Kann man ja auch Stories hochladen, habe ich jetzt gesehen. Und ja. Lasst ein paar Kommentare da, schreibt alle, dass ihr die Automesse schön fandet, damit die Veranstalter das auch sehen, dass wir das nächste Jahr dort wieder weiter halt, wie gesagt, angreifen können und darauf aufbauen. Die nächste Messe steht auch schon vor der Tür, wo man uns antreffen kann, sind die PS Days in Hannover vom 8.7. bis 10.7. Da freuen wir uns wirklich sehr. Wir haben einen Messestand, 100 Quadratmeter, nicht ganz groß wie in Erfurt. Versuchen aber auch so viel möglich mitzubringen. Klamotten haben wir auch, richtig geilen neuen Stuff dabei. Corvette wird gerade noch auf Hüft umgebaut, also wer das dann sehen will, live. Gibt es fast auf einer Messe das erste Mal, dann die Corvette live zu sehen. Wir sind gerade noch wild am Bauen und ja, okay. Kauft ein paar Tickets, kommt vorbei. Es wird, glaube ich, richtig krass. XS Carnet noch am Samstag, PS Days und schönes Wetter, Sommer, Autos, coole Menschen. Nur Steve ist nicht dabei, der will nicht mit. Kommst du mit zum PSDS? Für 2 Stunden fahre ich nach Hannover. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich habe noch ein paar Worte finden wollen. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Vielen, vielen Dank bis dahin. Bis in ein paar Tagen. Wir sehen uns wieder. Soll ich jetzt aus dem Bild gehen? Ja, du stehst ja auf. Ja. Boah, ich meine, deine Süße ist angewinkelt. Tut ihm jetzt weh. So macht's gut.